Nein, ich schäme mich nicht. Klar, ich hätte es auch ohne geschafft, aber... Ja, ich könnte durch das Tor zurückgehen. Oder aber ich laufe zurück und höre mir noch ein paar Geschichten an. Ihr habt die legendären Materialien? Unglaublich! Oh, ist das aufregend! Trefft mich beim Tempel und wir fangen sofort an! Yep. Ich glaube zumindest, dass das hier der richtige Weg ist. Er sieht richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Aber so viele Sachen schon gemacht. Gar keine Bootsgeschichten mehr? Vielen Dank übrigens. Wofür? Dass du mich gerettet hast. Ich weiß, ich habe Mist gebaut, bevor Baldur mich erwischt hat. Das hast du, aber du bist mein Sohn. Zurück im See der Neuen. Also, was war mit dem achtarmigen Riesen? Starkrasser der Mächtige wurde er genannt. Hätten die Riesen je etwas so Organisiertes wie eine Armee gehabt, wäre Starkrasser ihr General gewesen. Eine Meinung, die ich rückblickend lieber für mich behalten hätte. Aber nein, als Odins Berater beriet ich ihn. Er setzte sich Starkrassers Niedergang zum Ziel und war nicht mehr davon abzubringen. Doch nicht einmal Thor war so dumm, es allein mit Starkrasser aufzunehmen. Nein, stattdessen säten die Asen Gerüchte über Starkrassers Namen und verschrien ihn in allen Welten als furchterregendes Monster. Sie behaupteten, er habe eine Alpenkönigin entführt, die sich lieber selbst tötete, als sich ihm hinzugeben. Das sind natürlich Lügen, aber du bist zu jung für ihre Geschichte. Am Ende schlossen sich selbst die Vanengötter und die Armeen von Midgard der Hetzjagd an. Sie umzingelten Starkrasser und ließen Pfeile auf ihn herabregnen, bis er in die Knie ging. Er ergab sich, um seinen Namen vor Gericht reinwaschen zu können. Thor nutzte seinen Vorteil und riss Starkrasser einen Arm ab. Und dann noch einen, und noch einen, und noch einen, bis er zufrieden war. Nach dem sechsten Arm hatte Starkrasser so viel Blut verloren, dass er auf dem Schlachtfeld starb. Ich bedauere es bis heute. Ich habe mir gesagt, dass ich nichts hätte tun können. Hätte ich es bloß versucht. Wahnsinnig nett, die Asen, immer wieder. Aus dem Weg, Bub. Wir müssen uns unsere ultimative Rüstung basteln lassen. Ihr Jungs strahlt ja richtig. Naja, der Kleine jedenfalls. Den Großen erkennt man kaum hinter den Flusen, die er Bart nennt. Dir mal deine Fussel an, du Zwerg, du. Wir haben die Materialien. Aber sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Kehricht? Kehricht?
Geht dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Feuer des Ares. Wie Öl und Wasser. Moment. Das ist eine goldene, oder? Komm, zeig an. War es das immersionsbrechend? Nein, das ist ein Let's Play. Natürlich ist das immersionsbrechend. Das wäre allerdings nicht so immersionsbrechend, würde dieses Ding schneller laden. Komm, du wirst doch wohl wissen, welche Trophäen du hast. Du musst jetzt nicht unbedingt sämtliche Statistiken hochaktuell halten. Ah, guck mal, so rum geht's. Alle Gefallen von Brock und Sindri, das war's also damit. Ah ja, ich habe also einen Angriff bekommen, oder wie? Aktuell haben wir was? Das hier. Mhm. Ja, warum nicht? Gleich mal verbessert. Der ist schon verbessert. Auch nochmal verbessert. Was mit dem Bogen vom Buben? So. Klar, man könnte auch Falkenflug nehmen oder Sturm der Hirsche oder keine Anstrengung. Nee, ich bleib bei den Wölfen. Wallwölfe! Gelobt sei der König. Können wir noch etwas für dich tun? Ah, tja, dasselbe gilt für euch. Ha! Ich hab dich einfach zu wichtig genommen. Hast ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Trotzdem. Gib mir leid. Was du gesagt habe ich ihm. Verzeihst du mir? Hab ich längst. Wie gesagt, wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental bin. Hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder streiten. Tja, nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Wen denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt auch wieder. Na okay, das scheint jetzt so hingehend gewesen zu sein. Also gut, was ist kaputt? Muss ja nichts kaputt sein. Ich will nur erstmal gucken, Klingenknauf. Griffe der Vitalität könnte ich verbessern. Könnte aber auch erstmal gucken, ob ich was anderes ausrüsten will. Irgendwie glaube ich, dass hier Nivelheim-Zeug gebraucht wird. Aha. Ich muss also die Farbe aussuchen. Ultimatives Opfer. Ach so, okay. Wir können uns also doch die Rüstung schmieden lassen. Erhöht die Zuwachsrate von Rage um 10%. Scheiße, Schutzbarriere. Da finde ich, glaube ich, Brocks Ding hier besser. Sieht gut aus. Naja, Rüste aus.
Armrüstung. Erhöhte Zuwachsrate von Rage. Und was haben wir hier? Brandschaden. Okay. Damit sollten alle Körperteile dranbleiben. Nein! Rüste sie aus, verflucht! So, lass mich raten. Rage erhöht, genau. Und hier Frostschaden. Da das hält den Ärger fern. War das etwa schon alles? Nö. Ich muss nur kurz ausrüsten. Und die ganzen Talismane nachtragen. Ach du Scheiße! Tiers Splitter, makelloses Element der Welt. Und gezackter Schild der Vorhersehung. Was war das andere? Arg. Was war das jetzt? Vorhersehung, Bestimmtheit? War Vorhersehung, glaube ich. Makelloses Element der Welt. Kriegen wir auch noch hin? Gut, nachgerüstet. Auge der Außenwelt und Stein der Feuerüberlegenheit. Ich weiß, das ist noch ein leerer Platz. Füllen wir gleich. Keine Sorge. So, Wappen der Beharrlichkeit und Andvaris Seele. Diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. Gut. Haben wir das? Soweit. Dreisekündiger Sprint gewährt, der unaufhaltsame Aura etwas, aha. Zeichne Elemente, ich nehme mal das hier. Da kann ich den hier erstmal noch erweitern um das hier. Schuppen der Mächtigen, hohe Bonusaktivierungschance auf Schub und Stärke, ja warum nicht. So, und was haben wir hier? Erhöht Brandschaden. Ich nehme einfach mal den da und dann haben wir wenigstens alles so in dem Bereich und können uns dann eine Runde freuen. Gezackter Schild der Vorhersehung, was macht der? Nee, den behalte ich mal erstmal noch. Können wir hier eigentlich noch irgendwas kaufen? Ja, sobald die Klingenverbesserung auf 5 erfolgt ist. Gustav! Was darf's denn diesmal sein? Ich weiß nicht, kannst du irgendwie die Klingen verbessern? Nee, ne? Fehlt uns eine Chaosflamme. Asgarder Stahl. Asgarder Stahl. Asgarder Stahl.
Und noch eine makellose Schuppe der Welt. Sieht nicht so aus, als könnte man das einfach mal so kaufen. Schade eigentlich. So, das sollte dahingehend erstmal reichen. Verlorene Gegenstände. Wo auch immer ich die her habe. Wahrscheinlich versehentlich irgendwas verkauft und das Zeug dabei gehabt oder so? Kann das sein? Ist der ausgerüstet? Nee. Man kann ihn also verbessern. Man kann alles verbessern, nur nicht das, was ich gerade ausgerüstet habe. Warum auch? Natürlich nicht genug Ressourcen. Und natürlich fehlt mir hier der Asgarder Stahl. Was soll sein, Jungs? Da haben wir uns im Prinzip schon für einen entschieden, oder? Dafür jetzt noch Geld rausschmeißen ist eigentlich... Oh, du hast dich entschieden? Warum? Und für den Knirps? Was brauchst du noch? Ach, schwere Runen, Klingezauber, Nee. Einen Auferstehungsstein kann ich noch einkaufen. Da habe ich hier gerade angeballert. Und ich bereue nichts. Was wollte ich noch erzählen? Ich weiß auch nicht, aber ich muss mir erstmal angucken, wie fett ich jetzt aussehe. Ah ja, hier haben wir ja mal Licht. Nee, also jetzt ist nicht mehr oben ohne, jetzt ist mehr so hier krass fette Rüstung. Er sieht aber immer noch nicht sehr begeistert aus. Kann ich da irgendwas machen? Nee, da bräuchte ich in der Story weitermachen. Okay, dann gehen wir noch mal kurz gucken. Ziele. Eine Walküre besiegen. Weiß zufällig jemand, welche die einfachste Walküre ist? Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, welche wir uns schon angeguckt haben. Ja, ich versuch's nochmal. Ich meine, ich weiß jetzt, dass diese blauen Dinger theoretisch brennen müssten. Und es praktisch nicht tun. Moment! Mimir, du nennst Brock und Sindri die Höldebrüder? Ja. Aber sie sind Zwerge, oder nicht? Ja. Das Höldevölk sind Waldgeister. Ja, wunderschöne, verführerische Waldgeister. Und warum nennst du Brock und Sindri dann die Höldebrüder? Oh, naja, ich merke gerade, dass das absolut keine angemessene Geschichte für junge und unschuldige Ohren ist. Wie du meinst. Eiskalt. Aber das Spiel ist ab 18. Ich könnte ruhig irgendwas reinschreiben. Ausgang. Und wir sind wieder hier. Yeah.
Dieser Scheiß müsste theoretisch in Flammen aufgehen. Wieso tut er es nicht? Warum? Mehr genug auf dem Trainingsplatz rumgegurkt. Ich würde mal sagen, für heute reicht. Von daher, als dann, bis dann. Und ich guck mal, was wir denn beim nächsten Mal da machen. Ne? Vielleicht nehmen wir eine Valkyrie in Angriff, wenn ich rausgefunden habe, welche davon die machbarste ist. Oder wir gehen da weiter, wenn ich eine Ahnung habe, wie ich darauf komme. Oder wir machen mit der Hauptstory weiter, wenn mir wirklich nichts anderes einfällt. Irgendwas wird sich schon ergeben. Von daher, als dann, bis dann. Yeah.